Das habe ich Abel mir auch immer gesagt. Ein Stein bleibt im Innern immer ein Stein. Bleibt, wer ihr seid. Und versucht nicht etwas anderes zu sein, als das, was ihr nicht seid. Ach ja, wenn ihr jetzt Kapitän seid, müssen wir uns auch nochmal privat unterhalten. Ja, wir auch. Oh, wunderbar, das wird ja toll hier. Möchte noch jemand, wo wir gerade dabei sind? Ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr mich als Kapitänin haben wollt, tut nicht ständig Dinge hinter meinem Rücken, ja? Kapitän, ja, das würde mir doch nie einfallen. Naja, ich kann nicht so schlecht lügen. Sulamin, du kennst mich. Ich glaube, Boltox kann gar nicht lügen, wenn ich mal eben ehrlich sein darf. Nichts gegen dich, Boltox. Du bist davon alles. Bist davon eine ehrliche Haut. Das ist richtig. Also, da musst du nichts befürchten, Sulamin. Gut, dann gib mir ein wenig Zeit, über die Sache nachzudenken und mir zu überlegen, wie ich es angehen will. Dann werde ich mich um all diese Dinge kümmern, wie das Fass Zitronensaft und naja. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen auf den Markt, kaufen Bier und feiern heute deine Ernennung zum Kapitän. Nun, Abel mir sollte es wohl auch der Besatzung mitteilen, wenn er will, dass dieser Wechsel tatsächlich wirksam wird. Mustert die beiden Handwerker, die in der Ecke das Bett abbauen. Naja, also, dass er aus der Kapitänskajüte auszieht, wird ein guter Hinweis sein. Und wenn ihr lieb fragt, könnt ihr vielleicht einen vom Boltax-Elefanten benutzen. Dann könnt ihr euch draufsetzen, das wird bestimmt ganz gut aussehen. Gut, dass ihr mich darauf bringt. Da draußen stehen immer noch drei Elefanten. Was soll eurer Meinung nach mit ihnen geschehen? Also, das sind, ich möchte es nur an dieser Stelle einmal sagen, mein lieber elementarer Fant, dann Abel mir und ich weiß noch nicht, wie ich den dritten benenne. Sie ist weiblich. Ich habe an Isarun gedacht. Aber ich auch. Ich weiß nicht. Ich weiß ich auch. Nicht. Wäre das nicht, ich meine, sie war ja nie in der grauen Gilde und der Elefant ist grau. Um ehrlich zu sein, ich entdecke gerade meine innere Isarun, glaube ich. Dann ist Isarun auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn der Elefant euch schon an Isarun erinnert. Ja, nicht wahr? Nun, also welchen möchtet ihr? Bevor ihr ihnen Namen gebt und euer Herz allzu sehr an sie hängt, beantwortet mir eine Frage. Warum habe ich Janam, die Stute, die mir von der Göttin selbst geschenkt wurde, nicht mit auf dieses Schiff gebracht? Naja, vermutlich habt ihr befürchtet, dass sie sterben würde, nehme ich an. Ja, das klingt so. Ja. Ich war mir sicher, dass es nicht zum Wohle der Stute sein würde, sie auf ein Schiff zu bringen, wo sie keinerlei Bewegungsfreiheit hat, wo sie vielleicht einmal alle paar Wochen, wenn wir in einem Hafen anlegen würden, sich die Füße vertreten könnte. Und nun ja, ich war sicher, sie würde unter Deck vor sich hin kümmern. Und ich versichere euch, dass genau dies mit euren Elefanten passieren wird. Und darum heiße ich das nicht gut. Meint ihr etwa, wir sollten lokale Ställe anbieten für die Elefanten? Ich sage, dass wir sie nicht auf dem Schiff mit uns herumschleppen sollten. Um sie zurückzugeben, scheint es wohl zu spät zu sein und somit, nun ja, können wir das Geld wohl abschreiben. Aber wir werden nicht mit diesen Elefanten in der blutigen See herumfahren. Wenn ihr wollt, Kapitän, ja, könnte ich aus dem Elefanten die sprichwörtliche und buchstäbliche Mücke machen. Nein, denn ich denke, auch damit würde man den Tieren keinen Gefallen tun. Vermutlich nicht. Wenn ihr sie denn behalten müsst, und ich erwarte, dass ihr versucht, sie zurückzugeben, dann lassen wir sie in Janka. Ihr könnt in Janka Elefanten haben, wenn ihr wollt, aber nicht auf diesem Schiff. Ich glaube, das ist der falsche Zeitpunkt, um das Angebot des Händlers darzulegen, dass wenn wir 10 kaufen, wir einen umsonst kriegen. Ja, das würde ich auch so sehen, aber wenn ihr wollt, Rafim kramt einen Vertrag aus seiner hinteren Tasche. Hier steht ausschließlich, dass der Umtausch ausgeschlossen ist, aber Boltax, hast du was dagegen, wenn deine Elefanten in Janka sind? Das ist doch eigentlich ganz schön da. Ah, naja, also
Weiß nicht, der Elementarfant, den hätte ich schon gerne bei mir. Den mag ich besonders. Der hat mich, aber ich verstehe, was Tolamin sagt, ist ja schon nicht falsch. Naja, Boldax, du musst ja überlegen. Ich habe gehört, die werden ganz alt. Und du wirst ja auch ganz alt. Aha, das stimmt. Aber wenn ich nach 3 Jahren wiederkomme, erkennen sie mich dann überhaupt noch? Ja, also 3 Jahre sind die noch nicht mal erwachsen, hat er gesagt. Elefanten vergessen nie. Das Gedächtnis von Elefanten ist sprichwörtlich, Boltax. Also, ich bin sicher, sie werden euch in guter Erinnerung behalten. Nun, das ist schön. Ja, aber... Nun, gut. Ich denke allerdings, wir haben genug zu tun, ohne uns mit dem Schicksal von 3 Elefanten zu bekümmern. Eine Frage, was machen wir dann mit dem Reitstrauß? Verkauft ihn. Er ist aber Abelmirs Reitstrauß, nicht meiner. Dann werde ich dem Kapitän Abelmir antragen, ihn zu verkaufen. Hat der Reitstrauß denn schon einen Namen? Wir fangen damit gar nicht erst an. Aber überlegt mal, er Nein. hat einen Schnabel. Schnabelmir. Das wäre ein fantastisch. Ich verwandle euch in einen Strauß, wenn ihr weitermacht. Ich glaube nicht, dass Straußenfleisch das kann man. Straußenfleisch kann man essen und wir haben auch Hühner an Bord. Aber wenn ihr wollt, können wir auch den Strauß in Janka an Land setzen. Der Strauß war ja nicht das Teure, oder? Nee, den Strauß gab's gratis. Ich hoffe, ihr wisst, Kapitania, dass dies ein empfindliches Loch in eure laufenden Kosten schlagen wird. Nee, das habe ich selber gekauft, das ist euch klar, ne? Laufenden Kosten. Nun, wenn es seine Elefanten sind, dann wird er sicher auch für ihr Futter aufkommen können. Naja, ich so weiß, teuer wird's nicht sein. Ich weiß, was ihr dem Mann bezahlt. Vermutlich kann er das. Oh, übrigens, ich glaube, ich verstehe, warum Diamantes mehr verdient als Rafim. Wir, die wir ursprünglich diese Mission angefangen haben, ich glaube nicht, dass wir uns selber ein Gehalt zahlen. Oder? Was das angeht, Kapitän, ja, ich denke, es ist generell Zeit, dass ihr hier ein wenig Kenntnis darüber erlangt, wie es um unsere Finanzen steht. Ihr findet die Papiere dort in der rechten Schublade. Also hier wird immer noch aus Al-Anfa bezahlt, aber... Ah, also deswegen. Irgendwie nicht. Bisher, aber wir können mich gerne bezahlen. Ich habe jetzt, obwohl, das sind ja Boltax, aber Boltax, wenn du Hilfe brauchst beim Geld, dann helfe ich dir auch mit den Elefanten, ist nicht schlimm. Ich möchte betonen, dass wir uns dies schwerlich leisten könnten. Ich habe kein Geld, das weißt du ja, Rafim. Ja, du hast nur Edelsteine und damit kann man ja schlecht Heu kaufen, das ist ja ganz doof. Da muss man ja so viel auf einmal kaufen. Mhm. Genau, das ist etwas problematisch. Was kriege ich denn als Geweihter? 7 Dukaten jeden Tag, oder nicht? Ich werde euch nicht bezahlen, denn ich bezahle mich auch nicht selber. Wir waren die treibenden Kräfte hinter dieser Mission. Und nun ja, dementsprechend bezahlen wir die anderen. Na, ich sehe schon, was das hier heißt, erst Offizier zu sein. Ich erwarte keine Bezahlung, Zulamin. Alles in Ordnung. Ich fürchte, ich muss auf meiner allerdings bestehen. Senior Ortemol hat starke Ansichten, was das angeht. Außer ein paar Preiosblumenkerne. Aber ich denke, das wird sich regeln lassen, nicht wahr? Ich habe diese Finanzsachen schon in Janka gehasst, aber ja, ich werde mich damit beschäftigen. Serpentilio, noch einmal kurz. Wie viel schuldet ihr ihm denn noch? Und jetzt geht den Zeitpunkt 1500 Dukaten plus laufende Kosten, plus Steuern, plus Abgaben, plus den Anteil, den die Akademie an der Vermittlung nimmt, plus den Zinseszinsen, plus die also, Gebühr, die ich dafür zahle, um mich von meinem Heimatort entfernen zu können. Nun, und sagen wir, ein sehr wohlhabender Zwerg würde euch erwerben. Ihr könntet meine Schulden erwerben. Und dann könnten wir uns diesen Ortomol an Bord sparen. Aber das würde nicht heißen, dass ihr Magister Serpentilio besitzt. Nein, natürlich nicht. Aber die Bezahlung, die ihm dann entgegenkommen würde, die 7 Dukaten, könnte man ja in Elefantenfutter umsetzen, nicht wahr? Ich denke, dass es moralisch fragwürdig wäre. Aber ja. Wenn ich eure Schulden übernehme von Herrn Ortomol, dann... werdet ihr weiter normal bezahlt und diese 7 Dukaten, weil ich ja kein Geld annehme, weil es ist verhütetes Metall und das möchte ich nicht, die könnte man dann gleich in Elefantenfutter investieren.
Andererseits wäre eine solche Menge an Geld nur zur Haltung eurer persönlichen Haustiere aus unserer gerechten Sache zu extrahieren moralisch fragwürdig. Aber sie stärken unsere Kampfkraft. Im Übrigen, ich kann ja nun wirklich nicht rechnen, aber es scheint mir, als würdet ihr eine sehr große Summe ausgeben, um dann monatlich 7 Dukaten zu erhalten? Nun, ja, so ich will ja nur, dass die Elefanten unbesorgt sind. Da sind wir Tierbesitzer so, da kennen wir nichts. Die Summe ist nicht dazu gedacht, um Geld zu verdienen. Die Summe ist dazu gedacht, um sich den Diensten des ausgebildeten Magiers zu versichern. Na, das ist sehr hilfreich. Ich hätte da eine Idee. Also, ihr könnt doch so Artefakte herstellen, nicht wahr? Ich bin in der Tat in der Lage. Mirhamologie stand schließlich auf dem Lehrplan in Mirham. Ja, seht ihr, ich hätte ganz gerne etwas, das mich weniger zerbrechlich macht. Nichts leichter als das Portemonnaie. Art von Dienst und nun ja, dann mit der Finanzierung meiner Elefanten und so weiter und so fort. Ich lasse euch allerdings gern wissen, Bord Magus, dass ich einen solchen Dienst gerne mit dem allergrößten Vergnügen unentgeltlich zur Verfügung stelle. Nun, aber das ist richtig. Wenn ihr es in eurem Anstand nicht finden könnt, etwas solches unentgeltlich zu Entgänge zu nehmen, können wir über einen kleinen Gefallen sprechen, den ihr als Zwerg mir vielleicht tun könntet. Ich würde euch lieber erwerben. Also nicht euch, eure Dienste. Ja. Ich halte dies, wie gesagt, nicht für weise, aber es steht euch selbstverständlich frei. Signor Automol lässt sich beim Roten Salamander auftreiben. Ach, ja, sehr gut. Für mich ist es ja nur ein kleines Entgelt. Wartet, hier. Und ich zähle mal so 2000 Dukaten in Edelsteinen ab. Das müsste ungefähr passen. Manchmal frage ich mich, wieso wir überhaupt hausieren gehen bei allen möglichen, die unsere Mission finanzieren sollen. Könnte Boltax sie nicht ganz alleine finanzieren? Naja, Boltax muss jetzt erstmal 3 Elefanten aushalten. Das ist natürlich ein großer Einschnitt. Ich denke, dass solch kurzfristige Zweckberechnungen im zwergischen Verstand fremd sind. Richtig, wir denken in anderen Dimensionen. Wenn ihr wollt, Kapitania, könnt ihr euch natürlich mit einer erklecklichen Menge an, sagen wir, weniger als realem Gold ausstatten. Ein Scherz, schaut nicht so. Ja. Gut. Ich schlage vor, ihr könnt das eurem Freund Otto Mohl geben und dann sind wir ihn los. Warten, Markus, ich bin ein bisschen bei beide Ohren verschuldet. Wenn ihr mir dieses Geld in die Hand nehmt, verschwindet es auf Nimmerwiedersehen. Nun gut, dann werde ich ihm entgegentreten. Ja. Oh, na, habt ihr schon eine Lösung gefunden? Ihr habt frankiert zurück, gute Laune, Abelmir. Ah ja, ach, mir fällt eine Last von den Schultern. Ihr seht mich wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahren wieder strahlen. Ach, Abelmir. Die Kiste übrigens noch, ja? Du siehst in der Tat sehr erleichtert aus. Gleich um 10 Jahre jünger und um 2 Kilo schwerer. Oh. Ha, danke, ich klopfe Boltax auf den Kopf. Wisst ihr, Abelmir, ich würde mich für euch freuen, wären die anderen nicht der Ansicht, dass ich euren Posten einnehmen sollte. Ach, ihr habt das losgezogen. Tut mir leid für euch. Ja, ich hätte es ja gemacht, aber ich fahre nur auf der Riesenbovist. Und Zulamin ist schon ganz gut für die Position geeignet. Außerdem wollte ihn sonst keiner haben. Ja, außerdem bin ich angeblich ein blutrünstiger Irrer. Und zu diesem Satz stehe ich. Ich hab's ja auch nie abgestritten, oder? Dort drüben muss das Fahrtenbuch und die Reisekasse. Ich werf dir mal einen Schlüssel zu. Ihr braucht übrigens einen neuen Schreibtisch. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr den mitnehmen würdet. Nein, der ist kaputt. Boltax hat ihn kaputt gemacht. Ach, das stimmt nicht. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ich verwahre mich gegen diese Aussage. Er ist auf mich gefallen. Er hat fast Boltax kaputt gemacht. Naja, gut. Ich war dabei. Das kann man so oder so betrachten. Ihr braucht trotzdem einen neuen Schreibtisch. Nun. Ja, und
Wir brauchen auch jemanden, der unsere illustren Abenteuer aufschreibt, oder? Ja, natürlich. Ich werde ja euch für euch den Chronisten spielen. Irgendjemand muss eure dummen Streiche aufzeichnen. Ja. Vielleicht findet ihr dann auch Gefallen daran. Wenn sie euch nicht mehr treffen. Und werdet ihr euch weiterhin der Sache mit den Pforten des Grauens widmen, oder? Natürlich, ich habe jetzt viel mehr Zeit für meine Forschung. Woran genau forscht ihr, Kapitän? Nun ja, dies und das. Natürlich zuerst einmal an der Schließung der Pforten natürlich. Aber heißt es jetzt noch Kapitän? Ich glaube nicht mehr, oder? Nein, ich denke, ich werde einen einfachen Chronisten und Magus abgeben. Ein Berater in magischen Dingen, könnte man sagen, wenn ihr so wollt. Ich denke, der Posten ist vergeben. Wart ihr nicht der Bord-Alchemist und habt euch den Titel des magischen Beraters selber gegeben? Und ich habe diesen Posten zur hervorragenden Zufriedenheit aller Beteiligten ausgefüllt. Wie wäre es, wenn ihr abwarten würdet, welche Posten ich euch zuteile? Eine gute Idee. Selbstverständlich, Kapitän, ja. Würde mich denn einfach mal in den Stuhl flitzen und wo? Ich sehe euch wie immer, Servendino ist immer noch auf Kapitänssessel, wie immer zur vollsten Verfügung. Ich reiche aber mir ein paar Preisblumenkerne. Ah, danke. Ja. Die riechen aber komisch. Was habt ihr da reingetan? Cognac. Er hatte wohl den Eindruck, er hätte das nötig. Ach, eine gute Idee. Ja, die sind überraschend stark. Ich nehme übrigens näher meine Weinvorräte mit, das war selbstverständlich. Oh, wir fahren übrigens demnächst nach Janka. Wir müssen dort ein paar Elefanten absetzen. Oh, ja, wollt diese Dinger wirklich mitgemacht? Na, ist das nicht mein Problem, wie wir schon wieder unterbringen können, nicht wahr? Aber nun, wollt ihr euren Strauß jetzt eigentlich behalten oder nicht? Aber mir. Nein. Ich hätte da einen fantastischen Namen für euren Strauß. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Wir werden ihn nicht behalten. Also ich werde ihn nicht behalten. Wenn ihr ihn mitnehmen wollt, gerne, aber ist nicht mein Strauß dann. Gut, dann darf ich den Straußen benennen. Ich schenke ihn euch, ist euer. Dankeschön. Oh, ein Elefanten und ein Strauß, das muss mein Glückstag sein. Er war für nichts so ungut, aber ich kann keinen Strauß gebrauchen. Was soll ich damit? Naja, ich dachte, ihr reitet darauf in die Schlacht. Dann würde ich ihr ein Pferd bevorzugen. Schön zu wissen, Rafim, dass er unser Geschenk zu schätzen weiß. Ja, aber es gab halt kein Pferd dazu umsonst, sondern einen Strauß. Was soll ich machen? Nun, das verhandeln? Aber egal. Das kümmert mich nicht weiter. Naja, jetzt haben wir ja einen Strauß. Nun, Kapitän, ja, wenn ihr mich entschuldigen möchtet, im Gegensatz zu scheinbar allen anderen hier, habe ich Arbeit zu verrichten. Nur zu. Oh, ich tatsächlich auch. Wenn wir hier fürs Erste fertig sind, würde ich mich darum kümmern, dass unsere Ladung Zimt auch bei dem Käufer ankommt. Oh, Zulamin, möchtest du mit zu den Gefangenen? Ja. Bin ich nicht mehr dazu gekommen, sie noch zu befragen. Ja, das möchte ich tatsächlich. Es interessiert mich, wen wir da an Bord haben. Gut, lass uns nach unten gehen. Ich nehme mal gleich meine Kiste mit. Ins Weite. Ja, Jalans Kiste lasst ihr bitte hier. Ich denke, er hatte noch ein paar Objekte von Relevanz darin. Ja, es ist Jalans Kiste, die würde ich nicht anrühren. Ich nehme mein Zeug mit. Anstatt, weil sie dich sonst mit einem Bandstrahl steigt. Ich denke, unser ehemaliger Kapitän sollte auch noch einige Worte an die Mannschaft richten. Und über die... Ja, ich denke, ihr solltet die Leute in Kenntnis setzen, damit es da nicht zu Verwirrungen kommt. Und Macht und Verteilung berichten. Sollten wir nicht auf die neue Mannschaft warten, bis alle da sind? Oder ich kann es nicht auch an die alte richten, die wenigen, die noch da sind? Nun, die neuen Mannschaftsmitglieder werden es nicht anders kennen. Ich denke, ich werde eine Rede halten, bevor wir wieder in See stechen und mich um die Schiffstaufe kümmern. Aber diejenigen, die jetzt noch da sind, was ohnehin nicht viele sind, sollten Bescheid wissen. Na gut, Kapitania, wann soll ich die Rede halten? Nun, möglichst bald. Heute oder morgen? Nun, heute wäre besser, heute Abend. Wenn alle wieder an Bord sind? Ja, gerne. Oh ja. Und dann ich schlage vor, ihr sagt ihnen, dass ihr euch wieder eurer Forschung widmen wollt oder etwas dergleichen. Aber ich bin sicher, ihr werdet die richtigen Worte finden. Natürlich finde ich immer die richtigen Worte zu Mannschaftsmitgliedern, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ja, von denen die meisten uns inzwischen verlassen haben. Naja, also
Die von meinen, die nicht gestorben sind, sind nur hier. Möchte ich mal eben unterstreichen. Ja, das ist schön. Ja, finde ich auch. Vorschlagen, dass sie auch, an Deck antreten lasst, wenn es soweit ist. Ja, die 10 von 100, die noch leben, können ja gerne kommen. Ja, gut. Mehr Publikum bringt mehr Applaus. Ja, das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Gut, dann bin ich mal in meiner Kabine. Oder habt ihr einen Auftrag für mich, Kapitän? Ja? Nein, kümmert euch um eure Rede. Ich werde mit Boltax gehen und mir überlegen, wie ich das alles angehen werde. Hervorragend. Ausgezeichnet. Dann muss ich die Kabine verlassen und meine Kabine stapfen mit der Kiste auf die Schultern. Ja, und Zulamin geht mit Boltax nach unten. Genau. Okay, dann machen wir da weiter. Ihr könnt nach unten gehen, durch das Batteriedeck durchtreten und seht, dass nur noch eine Wache anwesend ist vor der letzten verbliebenen Arrestzelle. Wollt ihr wieder den Schlüssel haben? Soll ich wieder rausgehen? Alles gut. Ich denke nicht, dass das schrecklich geheim ist. Wie geht es den Gefangenen? Es ist nur einer. Wie, es ist nur einer? Es ist nur einer. Haswolf ist hier mit einem aufgetaucht. Ich schaue Boltax fragend an. Wie kann das sein? Wir haben 2 aus dem Wasser gezogen. Was ist mit dem anderen? Das müssen wir Haswolf fragen. Aber nicht jetzt. Ja, ich denke auch. Nun, dann werden wir uns erst mit diesem einen beschäftigen. Ja, ich mache die Kajüte auf, die Arrestzelle, und dann viel Spaß. Ja, schließt er die Tür auf und tritt dann beiseite. Seid gegrüßt. Es tut uns leid, dass wir euch hier so unzeremoniell festhalten, aber nun ja, ich denke, ihr habt uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, alles, was ich machen kann. Nun, ihr wart auf dem Geisterschiff als Gefangener, nicht wahr? Ja, das kann ich so bestätigen. Aber ich habe mich selbst befreit. Ja, das ist gut. Wie ist euch das gelungen? Nun, ich konnte die... Ich würde gerne einen Blick in die Gedanken wirken, während er spricht. Würde den insgesamt gerne für 10 Kampfrunden aufrechterhalten. Also gebe ich da 12 ASP rein. Ich lasse mir beim Wirken Zeit, also habe eine 3er Erleichterung. Ja, wie ist dann die Wirkungsdauer? Habe ich doch gesagt, 10 Kampfrunden. 10 Kampfrunden, also das ist, das nein, ist die... Nein, Zauberdauer ist 10 Aktionen. Genau, das wollte ich wissen, danke. Das ist nicht die Wirkungsdauer. Ja, ja. Richtig. Ich will ihm genau 2 Fragen stellen, zu denen ich dann seine Gedanken erhaschen möchte. Und ja, wie gesagt, er sieht ja nicht, dass ich zaubere, von daher... Ich bin geschickt mit den Händen. Schauen wir mal. Also ich würde eine maximale Erschwernis von 22 knacken. Also ja, aber erst in 10 Aktionen. Ja, ja. Ich bin geschickt mit den Händen.